Ja, hallo und herzlich willkommen zur allerersten Episode von unserem Podcast Lass mal sehen. Ja, was erwartet Sie heute? Wir haben festgestellt, das perfekte Hilfsmittel für alle Bedürfnisse gibt es einfach nicht. Aber hören Sie gern selbst rein, bilden sich Ihre eigene Meinung. Und wenn Sie Fragen, Anregungen oder Feedback haben, dann können Sie das gerne per E-Mail an germany@orkem.com tun. Wir freuen uns da über jedes Feedback und versuchen das schnellstmöglich zu beantworten. Ansonsten sind wir ja auch gerade noch im Aufbau. Das wird sich noch ein bisschen ausweiten mit den Kommunikationsmöglichkeiten. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, viel Spaß dabei! Ja, kurz zur Einführung. Mein Name ist Jennifer und zusammen mit meinen beiden Kollegen Jens und Felix haben wir den Podcast ins Leben gerufen. Wir sind jetzt seit circa knapp 3 Jahren schon bei Orkem und hatten vorher nur wenig oder bedingt Berührungspunkte mit dem Low Vision Markt. Haben aber jetzt mittlerweile sehr viele spannende, interessante Erfahrungen gesammelt und gemerkt, Mensch, da draußen gibt es eigentlich recht wenig barrierefreie Medien. Das wollen wir ändern und natürlich unsere Erfahrungen mit Ihnen teilen. Für alle diejenigen, die Orkem nicht kennen, Orkem ist ein israelisches Start-up, das mithilfe von modernster künstlicher Intelligenz blinden und sehbehinderten Menschen die Möglichkeit bietet, Texte zu lesen, Gesichter wiederzuerkennen, Produkte zu identifizieren und noch vieles mehr. Die Orkem MyEye funktioniert intuitiv und kann dank USB-Stick-Größe halt überall mobil mit hingenommen werden und operiert vollkommen offline, was auch das Alleinstellungsmerkmal der Orkem MyEye ist. Ja, heute, ich starte mit der allerersten Episode, so unter dem Motto Ladies First. Meine beiden Kollegen kommen dann in den nächsten Episoden mit vor. Und heute habe ich mir auch gleich einen Gast eingeladen, den möchte ich jetzt ganz herzlich begrüßen. Wir unterhalten uns über das Thema Hilfsmittel. Hallo Lutz. Hallo Jennifer. Ja, du bist erfahrener Hilfsmittelberater bei der Vistag. Was genau ist denn da spezifisch deine Aufgabe? Wie bei der Vistag sind ja seit ca. 20 Jahren im Bereich Blinden- und Sehbehindertenhilfsmittel tätig. Und meine spezielle Aufgabe ist da die technische Leitung, technische Verantwortlichkeit, sowohl über unsere eigenen Hilfsmittelprodukte. Der eine oder die andere kennt vielleicht den Laserlangstock oder das Farbmessgerät FAME. Und ja, ich bin halt sowohl für die Technik in unseren Geräten zuständig, als eben auch für die technische Beurteilung, technischen Support von anderen Hilfsmitteln, die wir ja auch vertreiben, wie zum Beispiel die Orkam, zuständig. Also hast du natürlich auch schon viele Berührungspunkte, viele Erfahrungen im logischen Bereich sammeln können. Ganz anders die Leute, die wir eingangs jetzt erstmal auf der Straße befragt haben. Was ist für Sie eigentlich ein Hilfsmittel? Leute, die damit wenig Berührungspunkte haben. Hören wir mal rein, was da die Antworten waren. Was sind Hilfsmittel für Sie? Kinderwagen. Wunderbar, vielen lieben Dank. Nahrungsergänzungsmittel, zum Beispiel Schwarzkümmelöl. Hilfsmittel sind für mich alle Mittel, die mich unterstützen, meine Arbeit zu verrichten. Beispielsweise bei Microsoft in diesem Office 365 Paket OneNote. Dort mache ich Schule, alles Mögliche. Eine App. Ein Laptop zum Beispiel, also gerade arbeitstechnisch gesehen. Das sind Gegenstände, die mich auf jeden Fall im Alltag unterstützen, ja, das Leben angenehmer gestalten, sei es halt auch das Schneidebrett. Zum Beispiel meine Brille. Wunderbar, vielen lieben Dank. Ja, also hier sehen wir, hier war von Kinderwagen über App bis hin zur Brille alles mit dabei. Wie weit sich der Begriff Hilfsmittel eigentlich fassen lässt, aber das ist genau das, was wir zeigen wollen, dass es unterschiedlichste Interpretationen gibt. Lutz, wie definiert ihr denn den Begriff Hilfsmittel bei euch? Na, wie die Beispiele gezeigt haben, sind Hilfsmittel im ganz Allgemeinen halt Werkzeuge, die eine bestimmte Tätigkeit erleichtern oder überhaupt erst ermöglichen. Ganz speziell geht es bei uns natürlich um Blinden- und Sehbehindertenhilfsmittel und zur Verdeutlichung, zur Erklärung vielleicht ein paar Beispiele aus verschiedenen Lebensbereichen. Nehmen wir das Thema Mobilität. Also wie komme ich von A nach B, wenn ich schlecht oder gar nicht gucken kann? Ja, man kennt den Langstock, mit dem kann ich meine nähere Umgebung abtasten und so Hindernissen ausweichen. Oder wie führe ich meinen Haushalt? Es gibt zum Beispiel sprechende Farbmessgeräte, die mir das Sortieren von Wäsche erleichtern und mir zumindest die Farbe der Kleidung ansagen kann.
Thema Informationsbeschaffung. Wie bekomme ich den Inhalt einer Zeitung? Ja, es gibt Geräte, sogenannte Vorlesegeräte, die dann auch den Text in Sprache umwandeln können. Ja, absolut. Wichtiges Thema ist die Gesundheit. Also wie kann ich meinen Blutdruck messen, wenn ich die Skala nicht ablesen kann? Ja, richtig. Ja, dann muss halt das Blutdruckmessgerät mit mir sprechen. Ein weites Gebiet ist auch die Arbeit. Da gibt es zum Beispiel angepasste PC-Ausstattung mit Punktschriftausgabe oder Sprachausgabe bis hin zur Sprachsteuerung. Und ja, dann gibt es halt noch viele, viele Hilfsmittel mehr. Mhm. Ja, also da sehen wir, wie das Ganze miteinander verstrickt ist und die verschiedenen Anwendungsbereiche. Natürlich gibt es dann unterschiedlichste Bedürfnisse. Da muss man wirklich gucken, welches Hilfsmittel wird überhaupt benötigt. Und jetzt natürlich nochmal ganz interessant, wir haben auch Hilfsmittelnutzer gefragt, welche Hilfsmittel sie im Alltag begleiten und auch unterstützen. Lutz, lass uns da doch mal reinhören. Ja, gerne, Jennifer. Hallo liebe Leute, ich bin Jens Gebel, manche kennen mich vielleicht von www.zumsprechendenapfel.de. Die Hilfsmittel, die ich am meisten benutze, sind das iPhone, meine Apple Watch und die OrCam. Mein iPhone verwende ich beispielsweise, um meine E-Mails zu lesen und zu beantworten, für Social Media, Podcasts und Audible. Spotify verwende ich oft, um Playlisten für meine Auftritte zu erstellen. Als alter Serienjunkie komme ich nicht umhin, auf verschiedenen Streaming-Plattformen Serien zu schauen. Ich habe mir vor kurzem auch ein Keyboard gekauft, das mit Lightning direkt mit dem iPhone verbunden werden kann. Es gibt verschiedene Apps, mit denen man musikalische Ideen festhalten kann. Auch diese Aufnahme mache ich mit dem iPhone und einem Mikrofon der Firma Shure. Ich koche gerne und so habe ich natürlich auch mehrere Rezept-Apps. In meiner Funktion als Musiker und Tonstudio-Betreiber muss ich natürlich auch Bedienungsanleitungen lesen. Dafür benutze ich gerne die OrCam. Auch Briefe kann ich gut lesen. Das Scannen mit dem iPhone dauert da manchmal zu lange. Wenn ich schnell eine Telefonnummer oder eine Adresse aufnehmen muss, dann mache ich das meistens mit meiner Apple Watch, mit der App Just Press Record. Diese App hat den Vorteil, dass das gesprochene Wort auch als Text ausgegeben werden kann. Ein relativ neues Hilfsmittel, das ich gerne benutze, ist der FieldSpace Navigationsgürtel. In diesem Gürtel sind 16 Vibrationsmodule eingearbeitet, außerdem ein hochwertiger Kompass. Der Gürtel ermöglicht das Laufen in eine bestimmte Richtung ohne Abweichung der Laufrichtung. Das ist vor allem praktisch beim Überqueren einer Straße oder beim Laufen über einen großen Platz ohne Markierungen. Was bedeuten Hilfsmittel für mich als vollblinder Mensch? Hilfsmittel sind für mich Produkte, die es mir ermöglichen, mich so selbstbestimmt und inklusiv und vor allen Dingen auch unabhängig, wie nur möglich, in meinem Alltag zurechtzufinden. Da die selbstständige und selbstbestimmte Mobilität für mich einen ganz, ganz großen Faktor in meinem Alltag, privat und auch beruflich darstellt, benutze ich 4 Hilfsmittel, die es mir ermöglichen, mich so in meinem Alltag zu bewegen, wie ich es mir vorstelle. Das ist zum einen der Laserlangstock, zum anderen der FieldSpace Navigürtel, die OrCam und last but not least, ganz, ganz wichtig, mein iPhone als Navigationsgerät. Mit den 4 Hilfsmitteln komme ich tatsächlich immer zum Ziel und kann mich so selbstbestimmt, selbstständig und unabhängig wie nur möglich bewegen. Ich bin Elke Jeremia, bin vollblind und nutze Hilfsmittel. Die bei mir am häufigsten, fast täglich, eigentlich täglich genutzten Hilfsmittel sind neben meinem iPhone der Milestone 312 Acer, der Fame und die OrCam MyEye. Ich finde Hilfsmittel sehr wichtig, weil sie mir ein selbstbestimmtes Leben, wenn nicht vollständig, aber doch weitgehend ermöglichen. Ohne meine Hilfsmittel wäre das nicht möglich. Natürlich nutze ich auch andere Hilfsmittel, aber das sind die, die ich am meisten nutze. Mein iPhone hilft mir bei der Navigation,
natürlich beim Telefonieren, beim Schreiben von WhatsApp, gelegentlich auch beim Schreiben von E-Mails, beim Abrufen von E-Mails. Ich könnte damit auch scannen. Der Milestone 312 Acer ist von der Bedienung her sehr einfach. Er ist sehr klein, der passt in die Hosentasche rein. Mit dem kann ich Audibles und teilweise EPUBs abspielen. Das ist mir auf einem externen Gerät lieber als auf dem iPhone, weil ich nicht so ein Freund von der Cloud bin. Dem Milestone gebe ich die Speicherkarte und da sind die ganzen Bücher dann drauf. Der Milestone hat auch einen Wecker, er hat eine Stoppuhr. Ich kann auch Notizen machen, die ich nicht will, dass sie übers iPhone auf die Cloud gelangen. Und ich kann auch den Fame drauf stöpseln. Der Fame ist sehr sinnvoll. Ich gehöre noch zur berufstätigen Bevölkerung und da ist es schon wichtig, gut auszuschauen. Also ich mache sehr viele Verhandlungen auch mit Behörden. Da magst du nicht hergehen und ausschauen wie ein Papagei. Also da muss man schon die Farbkombinationen richtig zusammenstellen, die Farben richtig aussuchen und dabei hilft mir der Fame, den stöpsel ich auf den Milestone und dann halte ich das Auge von dem Fame auf das Kleidungsstück drauf und erfrage dann über den Milestone die Farbe von dem entsprechenden Kleidungsstück. Der Milestone hat auch eine ganz wichtige Funktion, Licht. Ich kann mit Milestone gucken, ob meine lieben, sehenden Mitmenschen das Licht tatsächlich ausgemacht haben. Das ist nämlich nicht sehr gut, nicht sehr praktisch, wenn meine lieben, sehenden Mitmenschen gehen und beim Heimgehen das Licht nicht wieder ausschalten. Dann brennt das nämlich und dann kann ich ständig neue Lampen reintun. Das dritte Hilfsmittel, das ich nutze, ist das spannendste. Das ist die OrCam MyEye. Die OrCam MyEye ist eine Brille mit einer Kamera an der linken Seite. Damit kann ich Texte lesen, meine Post lesen, geht schneller, als wenn ich da immer einen Rechner einschalte und die Dokumente scannen. Dann kann ich Barcodes suchen, was manchmal ein Gefrett ist, aber mit viel Übung geht's. Ich kann Personen einspeichern, dann kriege ich angesagt, wenn sie vorbeigehen. Das habe ich bisher mit einem gemacht, ein Bekannter, der ist sehend. Und mit dem treffe ich mich öfters in Pasing und am Bahnsteig und der läuft jedes Mal an mir vorbei. Es ist natürlich schwierig, der arme Mann ist 1,95 groß. Und ja, das ist natürlich schwierig. Ich bin, natürlich 20 Zentimeter unter seinem Niveau. Und ja, wenn man so oben ist, dann ist es schon schwierig, andere Leute zu finden, die unterhalb der Ebene sind, auf der man selber schwebt. Und da ist es sehr praktisch. Und dann meldet die OrCam tatsächlich, wenn der Mann vorüberlulatscht. Das waren so meine Lieblingshilfsmittel. Ja, bei den genannten Hilfsmitteln merkt man also ganz deutlich, dass die Technik da in den letzten Jahren noch einen deutlichen Fortschritt gemacht hat und immer mehr Technik in den Hilfsmittelbereich einzieht. Und wenn man bedenkt, dass es so, doch ein kleiner Markt ist, wenn man halt mal aus der Produzentensicht spricht, dann wird klar, dass die Geräte doch relativ teuer sind, so dass sie sich nicht jeder einfach so leisten kann, oder? Ja, also absolut. Das gilt ja auch für die OrCam MyEye. Ist jetzt nicht das günstigste Gerät auf dem Markt, aber glücklicherweise haben wir ja in Deutschland ein ausgeprägtes Gesundheitssystem mit den einzelnen Kostenträgern. Also es startet bei den gesetzlichen Krankenkassen und die privaten Krankenkassen, aber natürlich auch Kostenträger, wenn es
um den Arbeitsplatz geht. Das heißt, da haben wir den Rentenversicherungsträger, die Bundesagentur für Arbeit oder auch die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung mit den einzelnen Berufsgruppen, Genossenschaften und auch das Integrationsamt. Na, also da gibt es wirklich viele Optionen und Möglichkeiten, finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten, wo man erstmal durchblicken muss. Ja. Ja, wenn man halt jetzt die Krankenkassen mal nimmt, wie läuft das Ganze ab? Naja, maßgeblich für die Kostenerstattung durch die Krankenkassen ist das sogenannte Hilfsmittelverzeichnis. Das ist eine Art Katalog, die der GKV, der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen, erstellt und definiert und sagt, das steht da drin. Und dieser Katalog, dieses Verzeichnis ist also unterteilt in verschiedene Produktgruppen. Und für uns sind also die Produktgruppen 07 Blindenhilfsmittel oder 25 Sehhilfen interessant. Und da gibt es dann Hilfsmittelpositionsnummern für einzelne Geräte. Und ihr bei Orkam habt da auch so eine Hilfsmittelpositionsnummer. Kannst du mal erklären, wie die aufgebaut ist? Ja, ich kann mich noch sehr, sehr gut dran erinnern. Das war wirklich ein sehr, sehr langer Prozess und der GKV-Spitzenverband nimmt da nicht jedes Hilfsmittel so einfach ins Hilfsmittelverzeichnis mit auf, was ja auch gerechtfertigt ist. Also es bedarf wirklich viel bürokratische Schritte zum Anfang und natürlich dann auch einem gewissen Qualitätsmanagement. Also es wird wirklich geprüft, inwiefern das Hilfsmittel dann bei der Zielgruppe unterstützen kann und neue Unabhängigkeit schafft. Wir jetzt sind speziell in der Gruppe der Blindenhilfsmittel, also Produktgruppe 07 eingeordnet. Und dann gibt es aber dann nochmal wirklich Unterkategorien. Das heißt, wir sind jetzt nochmal an Ort zugeteilt. Das ist die Nummer 99, also ohne spezielle Anwendungsorte, Zusätze. Dann kommt nochmal eine Untergruppe hinzu, das ist die 04. Wir sind also zu den elektronischen Systemen zur Informationsverarbeitung und Informationsausgabe für Blinde zugeteilt. Und dann gibt es noch eine Art Geräte zur Schriftumwandlung und Objekterkennung. Das heißt, man sieht, da gibt es wirklich nochmal eine ganze Reihe von Untergruppen, wo man dann zugeteilt ist und so setzt sich dann auch die Hilfsmittelpositionsnummer zusammen. Es ist also für jemanden, der wenig Berührungspunkte damit hat, sehr undurchsichtig und dementsprechend auch schwer im Einzelnen zu verstehen und nachzuvollziehen. Also eigentlich heißt es ja, dass der GKV-Spitzenverband als Orientierung dient und das Hilfsmittelverzeichnis, also mit allen aufgelisteten Hilfsmitteln, auch bei den gesetzlichen Krankenkassen als Vorlage oder Orientierung dient, diese zu erstatten. Aber wie wir wissen, ist das ja nicht immer der Fall. Also Lutz, was kannst du da aus Erfahrung sagen und berichten? Naja, theoretisch sollte es einfach so sein, dass der Sachbearbeiter, die Sachbearbeiterin bei der Krankenkasse dann sagt, okay, Diagnose passt zur Hilfsmittelpositionsnummer, Verordnung vom Arzt ist da, abgehakt und die Genehmigung wird ausgestellt, sodass halt ein sehr, sehr geringer Bürokratieaufwand entsteht. Die Praxis sieht leider anders aus. Gerade die beiden Produktgruppen 07 und 25, also Blindenhilfsmittel und Sehhilfen, sind nicht fixiert. Das heißt, sie stehen nicht wirklich fest, sondern sie sind seit Jahren in der Überarbeitung. Und das bedeutet in der Praxis, dass es halt jede Beantragung eines Blindenhilfsmittels oder einer Sehhilfe eine Einzelfallentscheidung ist. Ja. Und dazu braucht man halt als erstes mal einen Erprobungsbericht. Der war ja auch Teil der Beantragung der Hilfsmittelpositionsnummer bei euch, richtig? Ja, also das war einfach Einverständnis dann, dass wir dann gesagt haben, ein Erprobungsbericht ist einfach vorzulegen bei Einreichung bei der Krankenkasse, einfach aus dem Grund, dass das Hilfsmittel vorher getestet werden muss. Ne? Also da empfehlen wir wirklich auch deswegen die einzelnen Hilfsmittelberater, die Low-Vision-Experten da draußen zu konsultieren und da sich die Beratung zu holen, das Gerät vorab zu testen, damit es dann halt auch auf meine Bedürfnisse hin abgestimmt ist und dann auch wirklich passt. Und dann macht ein Antrag auch Sinn, weil ich habe es ja vorher getestet und es entspricht auch meinen Vorstellungen. Ja, mit dem Erprobungsbericht können wir dann eben für den Kunden oder für den Interessenten das Gerät beantragen. Dann brauchen wir dazu immer noch eine Verordnung vom Arzt, vom Augenarzt. Und dann gibt es halt den Kostenvoranschlag dazu. Das sind in der Regel die Unterlagen, die wir brauchen, um das Hilfsmittel zu beantragen. Und das wird dann halt von uns dann elektronisch
übers Internet eingereicht bei der Krankenkasse und dann kommt es irgendwann zu einer Entscheidung. Wie gesagt, in der Regel eine Einzelfallentscheidung, die eben auch negativ ausfallen kann, aber dadurch, dass es halt eine Einzelfallentscheidung ist, lohnt sich eventuell ein Widerspruch, wo man sich auch Unterstützung holen kann. Ja, also da kann ich nur sagen, uns hat das weitergeholfen. Widersprüche sind auf jeden Fall lohnenswert. Da sollte man den Schritt gehen. Das dauert dann in der Regel vielleicht ein bisschen länger. Aber wir konnten dadurch, wo wir halt noch nicht so bekannt waren auf dem Markt, die ein oder andere Aktennummer verzeichnen und das dann wiederum als Argument für eine neue Beantragung nutzen, ne, um die Prozesse dann einfach ein bisschen zu beschleunigen. Auch ein Vorteil, warum es sinnvoll ist, sich mit einzelnen Schnittstellen, Beratungsstellen, wie zum Beispiel auch Vereine und Verbände zu verknüpfen, dass ich dann in solchen Fällen die Möglichkeit einer Rechtsberatung habe. Ne? Also wenn ich Mitglied bin, habe ich einfach auch in Rechtsproblemen, die im Zusammenhang mit meiner Sehbehinderung oder Blindheit stehen, auch die Möglichkeit, da Unterstützung zu bekommen. Und ich denke, das macht wirklich Sinn, dass man da halt einfach sich die Unterstützung holt. Ja, im Falle einer Ablehnung kann wirklich die Unterstützung helfen. Die Leute, die sich damit auskennen, die kennen halt die Formulierung und die wissen halt, wann ein Widerspruch Sinn macht und wann nicht. Absolut. Ja, interessant wäre jetzt natürlich nochmal zu hören, was wünschen sich eigentlich die Anwender von den Hilfsmitteln in der Zukunft? Wo soll es hingehen? Da würde ich gerne nochmal reinhören, Lutz. Ja, wir haben ja dann noch ein paar Nutzer befragt, was wünschen Sie sich für Hilfsmittel oder an Hilfsmitteln für die Zukunft? Und das ist doch sehr, sehr spannend. Was wünsche ich mir für die Zukunft? Das ist ein guter Service von den Herstellern beziehungsweise von den Händlern. Und was ich mir noch wünsche, ist ein Lesesystem, mit dem ich alleine herausfinden kann, an welcher Position ich ein Dokument unterschreiben muss, ohne dass ich jetzt zum Beispiel immer sehende Hilfe brauche. Das halte ich für wichtig, weil es gibt Dokumente, die nehme ich ungern in irgendwelche Kneipen mit und die hebe ich auch ungern jedem Hans Wurst unter die Nase. Die möchte ich einfach selber unterschreiben. Das, finde ich, gehört zur Selbstbestimmung dazu. Und so ein Lesesystem, das mir zum Beispiel vermittelt, wo die Linie für die Unterschrift ist, fehlt seit dem Optakon gänzlich, finde ich. Das Datum kann ich selber schreiben, die Zahlen. Meinen Namen kann ich auch schreiben. Insofern wäre so ein Hilfsmittel für mich noch das i-Tüpferl. Was wünsche ich mir von Hilfsmitteln in der Zukunft? Ich wünsche mir eigentlich nur, ganz aus meiner ganz persönlichen Sicht, die Möglichkeit einer neuralen Verbindung zwischen meinem Sehnerv und einer Kamera, die all das aufnimmt, was mein Auge normalerweise gesehen hätte oder gesehen hat, und das dann an meinen Sehnerv weitergibt, der Gott sei Dank noch vollkommen intakt und gesund ist und mein Sehzentrum mit den notwendigen Informationen versorgt. Das wäre eine Zukunftsutopie von mir in Bezug auf das für mich optimalste Hilfsmittel der Zukunft. Wow, das sind ja mal ein paar sehr spannende Ideen für die Zukunft. Ja, ist natürlich der Traum aller, dass Hilfsmittel überflüssig werden. Die Utopie, die wir gehört haben, da geht es ja darum, wirklich echte Körperfunktionen zu ersetzen bzw. zu kompensieren. Und das geht nach meiner Auffassung über den Begriff Hilfsmittel hinaus und eher in Richtung Medizin und Medizinprodukte. Aber die Technik entwickelt sich weiter und wenn wir den Stand der Technik heute anschauen, auch eure Orcam, davon hätten wir vor 20 Jahren nur träumen können, ja? Und schauen wir mal, wo die Reise hingeht.
Ja, es sind halt wirklich tolle Anregungen, also die ich gerne mit in die Produktentwicklung wieder nehme. Auch das Beispiel jetzt mit der Unterschrift, sehr interessant und sehr, sehr wichtig. Ich meine, wenn wir jetzt uns anschauen, wie schnell sich doch in den letzten Jahren die OrCam entwickelt hat, das hat nur funktioniert dank der konstruktiven Kritik von unseren aktiven OrCam-Nutzern. An dieser Stelle einmal ein großes Dankeschön, also das ist ganz, ganz wichtig für uns. Wir möchten natürlich da auch das Produkt dahingehend optimieren, dass es für den Anwender im Alltag die beste Unterstützung und Leistung bringt. Ja, für uns als Hilfsmittelentwickler ist der Dialog mit den Nutzern natürlich extrem wichtig. Also wir wollen nicht am Bedarf vorbei entwickeln. Wir wollen Hilfsmittel entwickeln, die funktionieren, die helfen, die auch benutzt werden. Und so ein schönes Beispiel ist ja unser Piepsi. Piepsi ist so ein erweiterter Schlüsselfinder, wobei der Sender eben wasserdicht ist. Und das geht auf die Idee von einem Kunden zurück, der mal bei einer Ausstellung zu uns an den Stand kam und sagt, ja, er geht gerne schwimmen, aber er ist vollblind und er kommt halt selten an der gleichen Stelle aus dem Wasser, an der er hineingegangen ist. Und selbst wenn, dann hat er Schwierigkeiten, sein Handtuch zu finden. Naja, so haben wir halt das Piepsi entwickelt, die Sender-Empfänger-Kombination. Der Sender ist wasserdicht, den klebt man sich an die Badehose. Ja, und dann, selbst wenn man etwas woanders rauskommt aus dem Wasser, hat man immer noch schönes Hilfsmittel, das einem hilft, einfach nur das Handtuch wiederzufinden. Ja, super Name. Ja, weil es halt auch bei Bedarf eben piepst, das Piepsi. Auf der anderen Seite muss man auch manchmal die Erwartungen etwas dämpfen, denn ein Hilfsmittel bleibt ein Hilfsmittel und hat eben in der Regel auch Grenzen. Und wenn man Wunder erwartet, dann wird man in der Regel enttäuscht. Ein Hilfsmittel bleibt ein Hilfsmittel. Ja, also auch wir bei OrCam kennen das natürlich. Eine der häufig gestellten Fragen ist auch, wie kann denn eigentlich die OrCam meine Sehkraft verbessern? Und da müssen wir natürlich dann einlenken und auch in dem Punkt bremsen und die Erwartungshaltung dann einfach angleichen. Und mit diesem Fokus, ne, auf unsere Definition vom Hilfsmittel, wie wir es jetzt heute halt auch zusammengetragen haben, ist für mich ein gutes Hilfsmittel eigentlich ein Hilfsmittel, das zuverlässig ist, egal wo ich es anwende, ob mobil unterwegs oder zu Hause. Und ein Hilfsmittel, das ich individuell anpassen kann, auf meine speziellen Bedürfnisse hin, damit ich halt wirklich das Optimum im Alltag herausholen kann. Ja, es sollte eben wirklich genau den Bedarf erfüllen und ja, nicht unbedingt noch 100 Funktionen haben, von denen ich 99 nie brauche und die letzte Funktion macht so ungefähr das, was ich benötige, aber eben nicht genau. Gleichzeitig sollte es einfach zu bedienen sein. Zusätzlich, ja, wir leben in einer Welt, die immer mobiler wird. Klein, leicht, mobil, das ist eben der Trend, da geht's hin und gleichzeitig benötigen die Geräte immer Strom. Der Stromverbrauch sollte dann natürlich möglichst gering sein, damit ich möglichst lange was von dem Gerät und von dem Akku habe. Ja, fassen wir zusammen für heute. Also das perfekte Hilfsmittel für alle Bedürfnisse gibt es nicht. Individuelle Bedürfnisse verlangen auch individuelle Lösungen. Und an dieser Stelle möchte ich mich recht herzlich auch bei Lutz bedanken, dass du heute mit dabei warst. Hat viel Spaß gemacht. Immer wieder gerne. Ja, und wir blicken gespannt und aufgeregt in die Zukunft und auch in die Welt der künstlichen Intelligenz. Wer weiß, was uns da alles noch erwartet und überrascht. Ansonsten, wir sind auf jeden Fall dankbar für jedes Feedback. Wie gesagt, bitte bis dato noch über die E-Mail-Adresse germany@orcam.com. Und dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, bis zum nächsten Mal und wie die OrCam auch immer zu sagen pflegt. Und damit möchte ich mich bei Ihnen verabschieden. Abschaltvorgang läuft, bitte warten. Ausgeschaltet. Tschüss.